In diesem Video erklären wir euch, was man unter dem EBITDA Multiple versteht und wie man damit Unternehmen bewertet. Stellt euch vor, Easy Finance möchte ein Unternehmen übernehmen, welches Autos herstellt. Doch welchen Preis sollte er hierfür maximal zahlen? Die Fabrik erwirtschaftet ein EBITDA von 10 Millionen Euro. Unter EBITDA versteht man den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen oder auf Englisch Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Um den Wert des Unternehmens nach dem EBITDA Multiple zu berechnen, multipliziert man das EBITDA mit einem Multiplikator. Das Produkt ist dann der Wert des Unternehmens. Doch woher bekommt man diesen Multiplikator? Diesen bekommt man, indem man bei vergleichbaren Unternehmen schaut, zu welchem Multiplikator diese verkauft wurden oder an der Börse bewertet sind. All dies beruht auf der Annahme, dass vergleichbare Vermögensgegenstände einen vergleichbaren Preis haben. Oder auf Englisch, similar assets, similar price. Doch wie findet man nun den Multiplikator genau? Hierfür muss man eine Vergleichsgruppe bilden, was die erste große Hürde darstellt, denn jedes Unternehmen ist anders und hat besondere Eigenschaften, somit muss man etwas generalisieren. So dass man beispielsweise alle Autohersteller miteinander vergleicht, auch wenn der eine Autohersteller eher Sportwagen und der andere Kleinwagen herstellt. Wesentliche Maßstäbe für eine präzise Vergleichsgruppe sind die Branchenzugehörigkeit, die Unternehmensgröße, so ist beispielsweise ein Unternehmen mit weniger Mitarbeitern schwer mit einem Großunternehmen zu vergleichen. Aber auch Marktposition und viele weitere Faktoren sind relevant. Wichtig ist bei der Vergleichsgruppenbildung indes, dass man Besonderheiten beachten muss. Wenn beispielsweise das EBITDA in einem Jahr durch einen einmaligen Teilverkauf des Unternehmens besonders hoch ist, dann muss dieser Teilunternehmensverkauf natürlich herausgerechnet werden. Hat man nun eine Vergleichsgruppe gebildet, so kann man den Durchschnitt aus diesem berechnen und diesen Multiplikator für diese Vergleichsgruppe anwenden. Gibt es beispielsweise drei vergleichbare Unternehmen zu dem Autohersteller, den Easy Finance übernehmen möchte, bei denen der Multiplikator bekannt ist, mit einem EBITDA-Multiple von 4, 5 und 6. So beträgt der durchschnittliche Multiple 5, da man, wie oben gesagt, davon ausgeht, dass das Unternehmen genauso bewertet wird wie die Konkurrenz, multipliziert man das EBITDA mit dem durchschnittlichen Multiple, hier also 5. Insgesamt ist somit das Unternehmen nach der EBITDA-Multiple-Methode 50 Millionen Euro wert. Damit haben wir den Gesamtunternehmenswert berechnet, also was das ganze Unternehmen wert ist. Doch wie viel sollte man für das Unternehmen maximal bezahlen? Denn der Käufer erwirbt nicht nur das Vermögen, wenn er das Unternehmen kauft, also nicht nur die Fabriken, Vorräte und so weiter, sondern auch die Schulden. Die Schulden schmälern allerdings den Kaufpreis, denn der Käufer muss die Schulden ja begleichen. Deswegen zieht man vom Gesamtunternehmenswert die Nettofinanzverbindlichkeiten, also die Differenz aus den Schulden und dem Kassenbestand, ab. Die Differenz ist der sogenannte Equity Value oder Eigenkapitalwert. Dies ist der Betrag, den der Käufer maximal zahlen sollte. Geht man hier von 15 Millionen Euro Nettofinanzverbindlichkeiten aus, so beträgt der Equity Value 35 Millionen Euro. Jetzt noch zu einer grundsätzlichen Frage. Warum wird bei dieser sehr beliebten Bewertungsmethode überhaupt das EBITDA verwendet und nicht der Gewinn? Der Grund ist, dass durch das EBITDA Verzerrungen verhindert werden, die beim Gewinn bestehen würden, was eine bessere Vergleichbarkeit ermöglicht. Denn durch eine unterschiedliche Finanzierung können die Zinskosten steigen oder sinken. Oder durch einen unterschiedlichen Unternehmenssitz kann die Steuerlast sich verändern. Oder durch eine andere Rechnungslegung kann sich der Abschreibungsbetrag ändern. Dies sind alles relevante Faktoren für den Gewinn. Doch sagen sie nichts darüber aus, wie erfolgreich das Unternehmen selbst ist. Denn die Besteuerung beispielsweise kann das Unternehmen schlicht nicht beeinflussen. Wenn euch dieses Thema interessiert, schaut euch auch gern das Video zum EBIT an. Dort gehen wir näher darauf ein, warum und wie man dieses verwendet. Nun zu den Vor- bzw. Nachteilen des EBITDA Multiples.
vorteilhaft ist zum einen, dass man einen Unternehmenswert mit ziemlich wenig Informationen berechnen kann. Man benötigt zum einen das EBITDA und zum anderen den Multiplikator. Und schon kann man den Unternehmenswert berechnen. Also braucht man wenig Informationen und es ist sehr einfach. Vorteilhaft ist des Weiteren, dass es sich an tatsächlich gezahlten Preisen orientiert. Denn der Multiplikator, den berechnet man ja anhand von Firmen und Firmenbewertungen, die tatsächlich gezahlt werden. Somit sind es sehr realistische Preise, die durch das EBITDA Multiple berechnet werden. Allerdings gibt es auch Nachteile. Zum einen ist das EBITDA Multiple vergangenheitsbezogen. Denn nur weil eine Firma in der Vergangenheit Gewinne erwirtschaftet hat, bedeutet das ja noch lange nicht, dass dies auch in der Zukunft so bleiben wird. Auch kann sich das Kollektiv, also wir alle, können uns irren. Zum Beispiel in der Dotcom-Blase in den 2000ern. Dort wurden kleine Internetbuden zu astronomischen Preisen bewertet. Das heißt, nur weil der Markt ein Unternehmen zu einem Preis bewertet, bedeutet das noch lange nicht, dass dies auch der tatsächliche Preis ist. Auch sind beim EBITDA Multiple komplizierte Anpassungen notwendig. Wenn man zum Beispiel vergleicht, Unternehmen A hat das gleiche EBITDA wie Unternehmen B. Mit dem Unterschied, dass Unternehmen A ein sehr hohes Wachstum hat. Unternehmen B hingegen wächst gar nicht. Unternehmen A wird also in der Zukunft immer höhere Gewinne erwirtschaften, denn das Unternehmen wächst ja. Bei Unternehmen B tritt überhaupt kein Wachstumseffekt und damit auch keine Gewinnsteigerung ein. Deswegen würden Investoren für Unternehmen A natürlich einen höheren Preis zahlen als für Unternehmen B. Und diese Anpassungen, die sind ziemlich schwierig. Und deswegen ist das Argument der Einfachheit noch nicht ganz zu Ende gedacht. Wir persönlich finden die EBITDA-Multiple-Methode als Einstieg in die Unternehmensbewertung gut, da sie einfach ist. Allerdings muss man immer berücksichtigen, dass dies zum Beispiel nicht vor Blasen schützt, wie die Dotcom-Krise gezeigt hat, und dass natürlich komplizierte Anpassungen notwendig sind. Doch wo wird diese Methode überhaupt angewendet? Grundsätzlich überall, wo es um die Bewertung von Unternehmen geht. Also im Private Equity Bereich bei der Wertermittlung der Unternehmen, bei einem IPO, um den Emissionspreis zu berechnen, oder im M&A, um zu berechnen, was für Unternehmen bezahlt werden sollte. Aber auch bei Analysen von Aktien ist das EBITDA Multiple eine beliebte Methode. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, liked es gern und abonniert unseren Kanal. Bis dann!